sind in der Gemeinde Otterfing. Otterfing liegt 30 Kilometer südlich von München und gehört zum Landkreis Miesbach. Urkundlich erwähnt wurde die Gemeinde erstmals im Jahre 1003. Heute leben in Otterfing um die 4.800 Menschen. Mit der S-Bahn Richtung Holzkirchen sind sie in 35 Minuten am Bahnhof Otterfing. Wir waren in einer Pflege- und Auffangstation für Greifvögel, haben einen Wappenmaler und einen künstlerischen Forstwirt kennengelernt. Und heute geht es auf diesen wunderschönen Biobauernhof der Familie Schlickenrieder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute auf einem Archehof in Otterfing. Und was das bedeutet, das erklärt uns jetzt der Georg. Georg, was ist ein Archehof? Also ein Archehof ist ein Bauernhof, der alte, vom Aussterben bedrohte Hausterrassen hält und züchtet. Und wir züchten da das typische Murner Werdenfelser Rind, das früher hier in der Gegend beheimatet war. Und wir haben bunte Bentheimer Schweine und wir haben schwarze, braune und weiße Bergschafe. Und die halten wir hier auf dem Bauernhof. Und dazu haben wir noch ein paar Hühner, verschiedenster Hühnerrassen. Aber unsere Hauptrassen sind eben die Murner Werdenfelser und die Schafe. Und muss man sich dann besonders um die kümmern? Also, oder was? Also, dass die, oder warum sind die überhaupt dann auch vom Aussterben bedroht gewesen? Ja, die sind. Das, weil die nicht so ergiebig waren, oder? Richtig. Also, die Murnauer sind vom Aussterben bedroht deshalb, weil die weniger Milch geben wie das vorherrschende Fleckvieh in Bayern und wie in Deutschland des Schwarzbunden. Also der Murnauer gibt nur im Schnitt ungefähr 4.500 Liter Milch und das ist sehr, sehr wenig für einen normalen Bauern. Und was, die wachsen noch, was gibt es im Vergleich sozusagen eine Milchkuh? 6.000, 8.000, manchmal 10.000. Es gibt da Tiere, die geben 15.000 und noch mehr. Wow. Und diese alte Rasse ist halt, hat aber auch Vorteile, wächst langsamer, hat super Klauen und ist weniger krankheitsanfällig und werden sehr alt. Und das ist dann wieder betriebswirtschaftlich auch interessant. Aber der Hauptgrund, wieso man die heutzutage wieder züchtet, ist, dass das Fleisch einen sehr, sehr intensiven Rindergeschmack hat. Und deshalb kann man das heutzutage super verkaufen, direkt vermarkten. Oder wir liefern das natürlich auch nach München zum Pschorr. Darf man auch sagen. Wird das gefördert, dieses Fleisch wird da verkauft. Und das ist zurzeit innen. Es wird auch bei Rewe verkauft und die Bauern, die die Tiere wieder züchten, das muss sich ja alles irgendwie rechnen. Das, wie gesagt, die Tiere wachsen langsamer, der Aufwand ist größer, aber der Genuss beim Fleisch, wenn man es dann später isst, das Ochsenfleisch, der ist natürlich gigantisch. Ja, jetzt schauen wir mal hin zu deinen Tieren. Schauen wir mal. Wie heißen die jetzt, die Schweinerasse? Bunte Bentheimer Landschweine. Und das ist jetzt die Lisi. Und so, das ist auch sowas, was man. Die Lisi. Was man die Leute immer erklären muss. Das ist nicht wie im Tierpark, wo man hinstellt an also eine Glasfront und schaut an. Du musst ein Tier berühren, tätscheln, draufhauen. Das Tier kann ja nicht dir die Hand geben, aber du musst es machen. Und dann fühlt sich das Tier wohler. Jetzt sind sie auf meiner Seite und gehst, du müsstest auch da rübergehen, weil dann, sonst gehen sie nicht vorbei. Und dann lassen wir die jetzt mal einfach raus und schauen wir mal, wo sie laufen. Ja, und haben die jetzt gerade Junge bekommen oder wie alt sind die Ferkel da? Die sind jetzt ungefähr 8 Wochen. 8 Wochen alt. Da sind schon welche weg. So, jetzt wird eins nicht rausgehen wahrscheinlich, weil es blöd ist. Geht's mal einen Schritt zurück. Ja, dass sich traut. Jetzt passt. Ja. So, jetzt gehen die in der Regel in die richtige Richtung, weil sie es ja wissen, die kommen nicht zum ersten Mal raus. Also auf die Weide jetzt. Auf die Weide und dann können wir da hinten schauen, ob das passt. Aber gehst du links? Ja, ich gehe links. Hast du, ist das der Hof, wo du aufgewachsen bist? Nein, den habe ich gebaut. Den hast du also ganz ins Leben gerufen? Ja. Aber du kommst wahrscheinlich aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, oder? Ja, ich habe zu Hause in mein landwirtschaftlicher Betrieb. Vorsicht, weil bist du blöd. der ist im Dorf
Mitten im Dorf. Ja. Und da bin ich aufgewachsen. Und da war es wahrscheinlich noch ganz anders, die Tierhaltung, oder? Klar, da haben meine Eltern einen Betrieb gehabt mit 20 Milchkühen und 20 oder 25 Hektar. Und wir haben ein bisschen Getreide angebaut für Braugerste. Und die Kühe sind das ganze Jahr im Stall standen und das Gras haben wir nach Hause gefahren und haben die im Dorf gefüttert. So wie das früher so war. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du willst das anders machen? Wie ist man, wenn man jung ist und so lange Haare hat? Und, rebellisch. Macht man alles anders. Ja. Und dann warst du schon relativ früh, also ein Biobauernhof. Da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele, oder? Nein, ich bin jetzt seit 30 Jahren, sind wir Bio. Mhm. Seit 30 Jahren. Ja, wann ging denn das los mit den Biobauernhöfen? Ja, das war so vor 35 Jahren. Es hat schon ein paar gegeben, die noch länger sind. Oh, jetzt die freuen sich jetzt richtig, dass sie da rumlaufen dürfen. Die dürfen rumlaufen, die rennen jetzt ein bisschen rum. Das ist ein junger Eber. Ja. Das ist jetzt eine Mama, die Lisi. Und die anderen Ferkel, die es gehabt hat, sind schon abgesetzt. Also wenn die 8 Wochen sind, werden die abgesetzt von der Mama. Und wir sind schon so, haben wir jetzt welche weg, haben wir verkauft. Mhm. Und jetzt kommt da ein Eber dazu. Und dieser Eber, der, wenn jetzt die anderen auch noch weg sind, dann verändern sich die Hormone. Und dann wird das Tier irgendwann mal stehen bleiben, die Sau. Dann heißt es, sie rauscht und dann deckt er die. Und dann sind in 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen kriegen wir wieder neue Ferkel. Und das ist gar nicht der Papa von denen jetzt? Nein, das ist ein junger eben. Den Papa, sage ich dann nachher, der ist erheblich größer. Okay, dann schauen wir uns den mal an, oder? Doch bevor wir diese schönen Prachtexemplare streicheln dürfen, machen wir eine kurze Unterbrechung. Wir sind in der Gemeinde Otterfing und besuchen diesen Biobauernhof, der vielseitig aufgestellt ist. Von der Haltung gefährdeter Haustierrassen, der eigenen Destillerie bis zur Partylocation, Hofverkauf und Hofcafé bis hin zu Führungen für Schulkinder. Auch wir haben hier noch viel Neues erfahren. Georg Schlickenrieder zeigt uns seinen Hof. Und das sind jetzt 2 Schweine, 2 Mutterschweine. Die anderen Ferkel sind in dem anderen Stall, die sind abgesetzt. Und abgesetzt siehst du, heißt immer, abgesetzt dass die Kinder, von der Mama also weg. Genau, das sind nicht mehr da siehst du, dieses weiter, Schwein ist viel dünner wie das. Ja. Die hat 12 gehabt oder 11 und die hat 90 Kilo mindestens abgenommen. Die nehmen durch das Saugen von den Ferkel ab. Mhm. Und jetzt haben sie quasi wieder 4 Monate oder 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage Zeit. Jetzt nehmen sie es dann wieder zu. Ja, und das ist jetzt der Papa von den kleinen Ferkeln da. Den tue ich jetzt irgendwie auftreiben. Ja. Wie machst du denn das? Dann nehme ich jetzt ein Schild. Der schläft ein Schweinetreiberschild. Der steht eh schon auf. Und das ist schon jetzt ein älterer. Der ist jetzt schon 6, 7 Jahre alt. Wie lange darf der dann noch hier sich vermehren? Der darf, solange er funktioniert, darf er das machen. Aber es ist schon ein älterer Herr sozusagen im Schweinealter. Ja, für Schweine ist er relativ alt. Mhm. Wie alt werden deine Schweine, so kann man das sagen? Unsere Schweine werden schon mindestens 5 Jahre alt. Mhm. 5, 6 Jahre. Der Eber ist, wie gesagt, jetzt glaube ich, wird er heuer 7. Und ja, wenn das Schwein halt einfach nicht mehr trächtig wird, die Muttersau, dann ist es halt einfach auch vorbei. Mhm. Weil man hat ja die Schweine jetzt nicht zum Hobby, sondern wir sind ja auch ein Betrieb, der wirtschaften muss und damit auch Geld verdienen will. Und das heißt, wenn der dann so alt ist und nicht mehr sich vermehren kann, wird er dann auch geschlachtet? Der wird geschlachtet, aber in Deutschland wird sowas nicht verarbeitet. Weil der schon so alt ist? Weil man Eberfleisch, das ist aber ein ganz anderes Thema, Eberfleisch nicht in Verkehr bringen darf. Ein Gesetz, das nur aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Wirklich? Warum hat man das? Weil die irgendeine Krankheit hatten? Oder warum gab es das Gesetz? Weil das ist einfach intensiv. Manche Menschen riechen das und manche riechen es nicht. Das stinkt quasi einfach. Das müsst ihr aber nicht reinschneiden. Das interessiert die Leute ja nicht. Echt? Ich fand es ganz interessant.
Ja, dann schauen wir jetzt noch zu deinen Kälbern, oder? Ja. Was ist das für eine raue Zunge? Das sind jetzt eure jüngsten Kälber, oder wie alt sind die? Hier sind jetzt die Kälber, die nur Milch kriegen. Ja. Die werden also dreimal am Tag getränkt mit Kuhmilch. Und die sind jetzt, das ist das Jüngste, die sind also unter 3 Monate alt. Die haben auch noch keine Zähne, oder? Die können doch, nicht. Doch, aber doch, doch. Die kommen mit Zähnen zur Welt. Die schlecken dich jetzt so ab wegen dem Salz, oder? Die schlecken dich ab, weil sie dich mögen. Und wenn dich so ein Tier abschleckt, das kann er nicht zu dir sagen und dir die Hand geben, sondern die schlecken dich ab mit der Zunge. Das ist ja eine Begrüßung. Und die suchen den Kontakt. Ja. Wenn sie wissen, dass einer der Mensch nichts tut, dann sind die so. Ja. Schau, die sind jetzt gewohnt, dass gekraut wird. Jetzt weiß ich, warum das Haustierrassen heißt. Das ist ja wirklich wie ein Haustier. Ja, es ist also. Genau. Und schau, die wissen, dass gekrault werden und dann gefällt ihnen das. Ja. Und wie viele habt ihr davon? Wie viele Also Kälber, wir haben von den Murner Werdenfelser haben wir 30 Kühe. Ja. Und dementsprechend haben wir dann jedes Jahr ca. 30 Kälber. Und die werden dann größer und der Teil wird wieder zur Milchkuh. Mhm. Und manche werden Ochsen und werden verspeist. Mhm. Und manche werden halt verkauft auch zur Zucht. Mhm. Und erzähl mal, was ihr noch alles hier macht auf eurem Hof. Kurz. Da könnte man stundenlang wahrscheinlich drüber reden, gell? Also wir haben immer einen Hof mit 10 verschiedenen Betriebszweigen. Ja. Wir haben einen Hofkaffee, der es am Ostersonntag wieder öffnet. Mhm. Und wo man auch die Tiere dann anschauen kann, wo es frische Torten und Kuchen gibt, natürlich bio und hier natürlich hergestellt. Und dann sind wir ein Schulbahnhof, wir machen Führungen. Wir haben quasi ein Restaurant, wo wir Hochzeiten und Geburtstagsfeiern machen. Wir haben eben die ganzen vom Aussterben bedrohten Tiere. Und wir haben eine Schnapsbrennerei, auch biozertifiziert. Wir sind vielseitig aufgestellt. Wir sind sehr vielseitig aufgestellt. Und ihr habt also Schulklassen hier oder Kindergärten, die hier sich die Tiere anschauen können? Und die kriegen eine Führung. Und das ist ein Lernprogramm, das ist alles organisiert von uns. Und nach 2,5 Stunden verlassen die Kinder den Hof wieder und müssen aber dann ein bisschen was gelernt haben. Ja. Was also bestimmt auch der Fall ist. Nicht nur zum Spielen, das gehört natürlich dazu, aber sie sollen ja was lernen. Ja, vielen Dank, Georg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie mal so ein süßes Kälbchen streichen wollen, müssen Sie mal nach Otterfing fahren. Machen Sie es gut. Morgen gibt es eine weitere Folge Heimatgeschichten. Ja, die Süßen. Das ist der Wahnsinn. Sind die nett.